Herzlich willkommen, euren Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Was haben wir denn gestern gemacht? Gestern haben wir den März beendet. Mehr weiß ich gar nicht mehr. Wir haben Tina und Sina nochmal besucht. Jetzt haben wir heute den 1. April. Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Mittwoch, der 1. April 2020, 10.17 Uhr hier auf Nimmerland. Und nicht vergessen, der Hästchentag ist nur einen kleinen Hüpfer entfernt. Das heißt wohl auch, uns steht ein Wetterwechsel bevor. Eine Jahreszeit verabschiedet sich und die nächste zieht herauf. Heute gibt es eigentlich keine erwähnenswerten Neuigkeiten, deshalb nur etwas zur Jahreszeit. Habt ihr heute Morgen auch Kirschblüten in der Luft gesehen? Einfach zauberhaft. Schade, dass sie nur so kurz gibt, aber vielleicht ist das Teil des Zaubers. Ach, noch was. Oh oh. Ich habe allen Nutzern der App für Wasseranleitung eine Anleitung für ein Picknick-Set geschickt. Packt euch etwas Essen ein und genießt es unter den wunderschönen blühenden Bäumen. Dankeschön, Melina. Danke, danke. Ja, am 14. ist, glaube ich, der Hästchentag. Da kommt so ein komischer Osterhase. Ah ja, stimmt. Gestern habe ich ein bisschen herumprobiert mit dieser komischen App da. Hab mir jetzt hinterm Haus so einen Wasserfall gemacht. So von den Seiten auch. Ist noch lange nicht fertig, aber so fürs Erste habe ich gedacht. Gut. Gut, 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 gut. So, was habe ich hier bekommen? Oh, Dankeschön, Zinsen. 460. Ja. So, dann gehen wir auch direkt erstmal hier hinten her. Gucken. Riesenmuscheln sammle ich jetzt immer ein. Weil die sind echt... Also wenn man die mal irgendwann braucht, ne? Dann sind die echt nervig zu suchen. Na, ich hätte ja ganz gerne einen Raum nur mit Meeressachen. Fände ich schon ganz cool. So, was haben wir gestern denn sonst noch gemacht? Ich habe, glaube ich, noch neue Bastelanleitungen bekommen. Gucken wir gleich mal rein. Album. Wo war das denn? Ich habe meinen Kredit abbezahlt. Hier waren wir im Haus von ihm hier drin. Sieht sehr interessant aus. Ist auf jeden Fall eine coole Dusche. Hier haben wir eine Bücherwand bekommen, die ist richtig cool. Dann habe ich hier noch mit Freunden gespielt. Da war ich im Loch. Dann haben wir Musik gemacht. Da waren wir beide im Loch. Ja. Ui. Sehr schön. Und niesen. Oh, ich habe alles vollgerotzt in seiner City. Was haben wir hier nochmal? Nudelrutsche. Die habe ich schon hergestellt. Genau. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Und. Oh, habe ich eine Schaufel? Ja, habe ich. Habe ich. Oh, daneben erstmal. Super. Und Ei. Ach, es gibt jetzt schon Eier. Okay. Okay, Leute. Wir müssen Eier suchen. Wir suchen Eier. Ja, ich bin gerade erst aufgestanden. Ich habe auch nicht viel, beziehungsweise lang geschlafen. Vielleicht auch ein kleines Problemchen jetzt. Aber ich mache mein Bestes, Leute. Ich führe euch nämlich diese Folge doch auf. Oh Gott, mein Inventar. Oh Gott. Nein. Ich muss mein Dings. Palmlampe. Oh, cool. Palmlampe hört sich cool an. Mein Controller ist gleich leer, oder was? Egal. Den Part, den schaffen wir, glaube ich, noch. Mit ihm. Aha. Cool. Sieht sehr cool aus. So, es gibt auch neue Insekten heute wieder. Ist auch relativ cool. Oh, hier ist ein Baum. Kirschbaum. Den schauen wir uns gleich an. Aber erst holen wir die Kohle hier. Die Kohle. 10.000 bitte. Und vergraben. So. Pamela ist leider immer noch hier. Ich versuche sie schon die ganze Zeit irgendwie rauszuekeln, aber die will nicht raus. Die will hier bleiben. Ich meine, ja, ist ein schöner Ort hier. Aber am liebsten hätte ich dich ganz gerne draußen. Welches Ei ist das denn hier überhaupt? Stein? Felsglücksei. Okay. Okay, ich glaube, wir müssen gleich mal eben mein Inventar leeren. Also so viel Schrott habe ich eigentlich gar nicht dabei.
Oh, der eine Schmetterling. Ich habe aber kein Dings mit. Sorry, kann ich nicht mitnehmen. Es tut mir leid. Okay, es tut mir leid, Schmetterling. Oh, schön. Ulala, ich mache mir gleich erstmal einen Kescher. Keschi, Keschi. So. Oh, da ist ein Geschenk. Habe ich gesehen. Boah, das fliegt aber schneller als die anderen, ne? Oh. Es ist hier. So. Dankeschön. Was ist drin? Was ist drin? Häschen-Tapete. Ach, gibt's jetzt nur Rezepte für ein Häschen-Dingsy? Das finde ich cool. Zeig mal her. Zeig mal her. Oh, die sieht süß aus. Ja, sieht sehr niedlich aus. Nuckmalen haben wir auch schon direkt was hier. Oh, haben schon wieder 7000 Nuckmalen. Ich merke das gar nicht. Oh Gott, hier ist noch ein Geschenk oder was? Ah, da. Okay. Jetzt. Super. Ein Ei. Ist das ein Bambus oder ist das hier ein Fossil? Ein Fossil. Damit hätte ich tatsächlich eigentlich nicht gerechnet. Hier war glaube ich auch noch irgendwo eins. Habe ich. Ja, hier. Haben wir noch Platz? Nee, haben keinen Platz mehr. In den Geldbeutel. Okay, danach muss ich erstmal Taschen lernen. Erstmal die Taschen lernen. Da. Ach, er ist doch da. Ja, ich komm gleich. Ich komm gleich. Ich muss erstmal in. Ach so, mein Haus ist ja jetzt woanders. Ach, Mann. Ach, jetzt muss man so weit laufen. Ja, okay. Vielleicht war es nicht ganz so klug, aber ich wollte abgeschottet von den anderen leben. Mit schönen Wasserfällen. Das gefällt mir nämlich mehr. So, dann tun wir alles hier rein. Das Lager. Ah ja, wir müssen gleich mit Tom Nook reden. Bevor ich es vergessen. Auf dem Boden, zeig mal her. Und Verlies Tapete. Oh, Verlies ist cool. Oh, Verlies ist richtig cool. Mega geil. Cool. Ins Lager. Alles ins Lager. Wieso habe ich die denn noch im Inventar? Weiß ich nicht. Die pflanze ich gleich. So, Flunder, dich kann ich gleich verkaufen. Kochstelle ins Lager. Äpfel auch erstmal ins Lager. Die ganzen Muscheln auch. Die brauche ich wahrscheinlich noch. Unkraut? Mann, ich hätte am liebsten schon wieder eine größere Tasche. Aber ich glaube, die gibt's nicht mehr. Ich glaube nicht. Oh, guck mal nach. Nach 8 Minuten der erste Gegner. Super. So. Gehen wir jetzt mal schnell da nach da hinten. Hier haben wir nochmal ein Fossil. Oh, ist ein Ei. Okay. Dann reden wir jetzt erst mit dem Hasen da. Hasi, Hasi. Oder gucken, ob hier Geld drunter ist. Und reden danach mit dem Hasen. Nee, hier ist ein Ei. Egal, wir nehmen die Eier erstmal mit. Oh, ich wollte mir einen Kescher machen, ne? Och, vergessen. Vergessen. So. Lol. Hier hängen einfach 3 Eier. Cool. Wo war denn hier? Hallo, Kleine. Na?
Schnippidi Zing, Fippidi Boing. Du hast mich gefunden, das sage ich dort laut. Hallöchen! Ich bin keine Seifenblase. Nein, oh nein, ich bin Oos, der Hase. Stimmung! Ja, die Frifra-Freude ist groß. Du darfst gerne mitjubeln, nur Mut. Und damit du weißt, warum du dich freuen musst, erkläre ich dir gerne, warum ich hier bin. Übrigens, ich weiß, was du denkst, aber die Antwort lautet nein. Das hier ist kein Kostüm, verstanden? Pappelapap, zurück zum Tita-Thema. Bald ist Hessentag und alle so, yippie, ich dreh durch, Spaß im Freien, organisierte gute Laune. Und für mich jede Menge Arbeit. Weil du mich gefunden hast, verrate ich dir ein ganz super tolles Geheimnis über den Hessentag. Bereit? Mein Name ist Oos und jetzt lege ich los. Am Hessentag gibt's keine Schokolade, keine Bonbons und keinen Kuchen. Am Hessentag gibt's Glückseier. Der einzige Nachteil, du musst sie erst suchen. War das soweit verständlich? Das mit dem Kuchen ist verwirrend, aber es muss sich halt reimen. Also gut, nochmal zum Mitschreiben. Auf der Insel sind 6 Sorten Glückseier versteckt. Die musst du sammeln. So viele wie möglich und dann bringst du sie zu mir. In Gebäuden drin brauchst du nichts zu suchen. Da lassen sie mich nichts verstecken. Bäume, Felsen, Gewässer, Erde, Himmel, lass dir kein einziges Glücksei entgehen. Und zusätzlich zu diesem Bombentipp hier, bitteschön. Ein Rezept. Eine Bastelanleitung für ein Häschen-Tagbett. Grundmaterialien dafür sind natürlich Glückseier. Und nur noch ein Hammer-Ankündigung. Hoffentlich verspreche ich nicht zu viel. Ich habe überall auf der Insel weitere Wasseranleitungen für Häschen-Tag-Kämpfe versteckt. Je näher der Häschen-Tag rückt, desto mehr Anleitungen gibt es zu finden. Wenn du alle Anleitungen findest und alle davon nachbastelst, dann kriegst du einen Wahnsinnspreis. Also such wieder Fluch und Bastel und Häschen-Tag, ich muss laufen. Ich muss laufen, da ist es. Puh. Ich hab's noch hier erwischt. Wo ist es? Hab ich? Hab ich es eingesammelt? Ich weiß es nicht. Ja, hab ich. Das Luftei. Achso, die Bastelanleitung können wir mal eben lernen. Okay. Das heißt, wir müssen ganz, ganz viele sammeln, damit wir jedes Rezept bekommen. Schön. Schöner Schmetterling. Schöner Schmetterling. Müssen wir nur alle sammeln im April. Hallo Timnook. Hä? Was? Ein Kunde? Ah, Moritz. Hallo, hallo. Willkommen bei der Bauer. Eigenheimberatung. Sollen wir über dein Haus reden? Worum geht es denn? Ich will anbauen. Möchtest du anbauen? Ich könnte einen zusätzlichen Raum. Du musst nur einen Kredit. Ja, bitte. Ausgezeichnet. Ich werde dafür sorgen. Super. Dankeschön. Wie viel Geld haben wir hier noch? Ich weiß es nicht mehr. Und vielleicht haben wir jetzt auch neue Meilen, also Nück Meilen einlösen, neue Sachen. Wir werden auf jeden Fall... Okay, ja, gefällt mir eigentlich nichts von. Nee, brauche ich nicht. Was gibt es bei Nück Shopping? Da gibt es wahrscheinlich auch nichts Besonderes, oder? Nee. Nee, nee, schade, schade, schade. Bitte wählen Sie ein folgendes System aus. Service aus. Nee, danke. Tschüss, Timnook. Und Melinda, die mich ignoriert hat. Sie hat mich ignoriert. Ja, Häschen, freu dich mal da. Ich gehe jetzt. Wie viele Fossilien haben wir? 2 nur. Okay. Bist du der Geldstein? Kleiner. Oh Gott. Ich wollte die Blume nicht ausgraben. So. Und. Ja, hier ist der Geldstein. Na, schon, bleib weg, das ist mein Geld. Mein Geld. Mein Schatz. Dankeschön. So, haben wir wieder über 50.000. Haben wir, glaube ich, vielleicht mit. Nee, haben wir nicht. Mit etwas Lüg. 55.000. Super. So, dann gehen wir jetzt mal shoppen. Guck mal eben hier. Da ist zwar eine neue Blume, aber ist auch nichts Neues. Ach man, ich habe echt Pech, ne, mit den Blumen. Schade. Und hier? Oh Gott. Das war irgendein großes Viech, ey. Naja, egal. Wir gehen erstmal hier rein. Vielleicht finden wir ein neues Kleidchen für mich, ne?
Hi, grüß dich, willkommen in der Schneiderei. Ja, zeig mal lieber hier drin, was du hast. Okay. Die finde ich schon gar nicht mal so verkehrt. Ja, die sieht auch gut aus. Und einfach eine schwarze Hose ist eigentlich auch ganz gut. Aber ich gucke irgendwie immer erst links und später dann rechts. Ein Schnurrbart. Na, die Schuhe, Sneakies, nee. So, gehen wir mal hier eben rechts gucken. Hier sehe ich aber auch nichts, was mir gefällt, glaube ich. Meine, die Rüstung hier, die finde ich nicht so toll. Nee, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Nee, heute nichts dabei, aber wir reden mit Tina. Entschuldige, ich muss mich auf das hier konzentrieren, damit ich nichts falsch mache. Okay. Tschüss, Tina und Sina. Ja, hoffentlich bis bald. So, Neppi Schleppi, was habt ihr denn heute? Schlüsselbrett. Und rein. Und mal gucken. Oh Gott, habt ihr tolle Sachen. Tolle Sachen habt ihr da. Ein Magnetmesser-Dingi-Bums. Nehme ich. Weil, ne? Umso mehr ich bei euch kaufe, umso schneller wächst ihr. Ja. Nur leider, nur Billigdinger hier, ey. So, die möchte ich auch ganz gerne in meinem Sortiment haben, nehme ich. Den Wecker einte er nicht. Aber komm, für 1,6 nehme ich den mit. Und dann gucken wir noch bei den Tapeten nach. Okay. Ja, lass mal schauen hier. Neue Rezepte gibt's nicht, ne? Nee. Okay. Ja, cool. Ihr habt mal wieder gar nichts. Gar nichts. Nee, danke. Kein Wunsch hier. Ich verkaufe mal eben eure Sachen wieder. So. Klischee. Und die. Sonst was vergessen? Ah, da oben war noch was. Ja, bitteschön. Ja, okay, ist in Ordnung. Ja, Abzocker. So, ich möchte mal gucken, was euer Rübenpreis ist, ja? Weil manche haben ja 500 und sowas. 29, hallo? Ihr prankt mich doch. Wieso kriege ich eigentlich immer nur so wenig? 29, 56, 64... Und die anderen so 500, 600 und ich hier so ein Kack oder was? Nicht mal annähernd so viel. Och, da ist der Insektenheini. Oh, hallo? Bist du von hier? Mein Name ist Carson. Ich bin sozusagen ein Käferkenner, ein Insekteninspektor. Ja, sogar ein Krabbeltierkünstler. Ob Tegulae oder Tracheen, ob Mandibellen oder Metatarisi. Ich liebe alles von ihnen. Ich bereise die Inseln auf der Suche nach dem inspirierenden Insekt ohne eine Libelle, das meiner Kunst aus ihrem Kokon hilft. Kein Beinchen soll meinem Pinsel entfleuchen. Ach, welch Glück, die Welt mit ihnen zu teilen. Falls du also mal einen Insekt findest, würdest du es mir wohl verkaufen? Ich zahle gut, solltest du wissen, kein Preis ist mir zu hoch für meinen charmanten Chitin. Okay, cool. Ach, und wenn du ein Interesse an meiner Kunst haben solltest, lass es mich wissen. Was denn für Aufträge? Alter, du willst tatsächlich mehr wissen? Ich beachte es als Mission, die Schönheit der Insekten. Okay. Okay, ja, bla bla bla. Danke. Wenn du möchtest, dass ich für dich das Modell eines bestimmten Insekts anfertige, so bringe mir 3 von ihm. Okay. 3 gleiche Insekten, oder was? Interessant auf jeden Fall. So, hier haben wir die Gießkanne. Hier kommt auf jeden Fall eine neue Blume. Ich weiß
nicht ganz, was es für eine wird, aber okay. Okay. Nein, ich sing's nicht, Leute. Ich weiß, was ihr jetzt gerade hören wolltet. Okay, für euch. Egal. Egal. Was ist denn los hier, Nook mein? Okay, ich hol's ab. Mein Gott, ey. Und die hole ich auch ab. Und danach würde ich sagen, fangen wir mal ein paar Insekten, ne? Oh, wir haben noch eine. Müssen wir mal gucken. Da. Katalogstöberer. Ja, super. So, wir haben auch noch eine Bastelanleitung bekommen. Das heißt im Bett, glaube ich. Ja. Oh, ich dachte, das wäre größer. Schade. Ist ja irgendwie klein. Also, es sieht klein aus. Kann natürlich größer sein. So. Oh, Libelle, dich hätte ich echt gerne. Aber ich habe noch kein Dings. Noch kein... Gibt es eigentlich Esmeralda hier, die Wahrsagerin? Weil die könnte vielleicht auch mal irgendwann kommen. Finde ich. Oder? Oder Leute? Wollte die nicht haben. Ich will sie ganz gerne haben. Denn ich mag sie. Oh, müssen wir wieder alles gießen, ne? Ja, supi. Hier, bitteschön. Und? Hier auch. Die süße kleines Insektchen, was ich... Ach, wie hieß er denn nochmal? Orchiderius oder so ein sowas? Haut, glaube ich, hin. Naja. Ich hätte eigentlich ganz gerne auch die goldene Gießkanne. Aber ich glaube, so viel bringt die gar nicht. So, denn die wird alles im Bild gießen. Und es könnte auch mal regnen. Ja, da muss ich nicht gießen. Komm, lieber Animal Crossing Gott. Ich hatte noch kein einziges Mal Regen, ja? Den kannst du mir echt mal schenken. Ich habe hier so viel für dich getan, ja? Junge. Och, jetzt habe ich so gegossen, dass ich die einzeln gießen muss. Mann. Okay, das hätten wir. Kaufe ich mir bei ihm einen Kescher oder was brauche ich dafür nochmal? Ich guck mal eben. Haben schon lange keinen Kescher mehr gebaut. Wir brauchen Äste und Eisenerz. Eisenerz habe ich zum Glück mit. Das heißt, ich muss nicht nach Hause gehen. So, wir holen euch mal eben hier runter. Ich weiß, das war der 1000-Stern, ich sag, aber macht nichts. Macht nichts. Der sieht ja schön aus. Oh, achso, ich brauche Äste, ne? Komm, 5 Äste bitte. 1. Komm, zählen wir alle mit. 1, 2. Junge. Okay, ich nehme die 2 und gehe zum anderen Baum. Du nervst mich leider. Komm, 3. Komm, 3. Bitte. Bitte. 3. 4. 4, 4, 4. Und den letzten holen wir hier. 5. Komm, 5. Komm, 5. Ich sehe doch da die 5, oder nicht? Haha, ich sehe sie. Ich sehe die 5. Ich sehe die 5 nämlich links am Bildschirm liegen. So, eben schnell craften. Ist hier noch das hier Dingsi? Nee, ist es nicht mehr. Pamela unterhält sich leider mit den Bewohnern. Finde ich nicht ganz so cool. Die sollen sich nicht anfreunden. Hier ist die Werkbank. Etwas herstellen. Hier, Cashy. Zack, 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 zack. Und Nuki applaudiert mir. Alles klar. Und noch ein Kescher. Er applaudiert mir schon wieder. Genug fürs Erste.
So, erstmal, ne? Pamela erstmal wieder ärgern. Eins, zwei, drei. Ah, ich bin noch ganz genießbar. Es reicht. Okay, die ist jetzt schon sauer. Das reicht dann auch. So, Insektenjagd. Da ist einer. Ach, das ist ein Schwalbenschwanz. Ach. Das braucht doch keiner. Zitronenfalter. Okay. Ich habe jetzt auf jeden Fall einen. Kann ich erstmal weiter Blumen gießen. So. Oh, da wäre ein Insekt gewesen. Warte, das muss ich mir doch schnappen. Ausrüsten. Wo ist es? Wo ist es hin? Wo ist es? Ich find's nicht mehr. Es ist weg. Mist. Es ist mir entkommen, Leute. Es ist mir entkommen. Ich fasse es nicht. Dich haben wir aber, glaube ich, noch nicht. Oh, ein Kolibri-Falter. Okay. Sehr schön. So, gieß mir mal schnell weiter. Ihr könnt, glaube ich, irgendeine Farbe ergeben. Ihr könnt eine Farbe ergeben. Und ihr eigentlich, glaube ich, nicht. Aber ist egal. Ich gieße euch trotzdem. Weil ich so ein guter Mensch bin, Leute. Oh, hier kann sich nur noch eine Farbe ausbreiten. Mache ich das mal so. So. Bist du glücklich? Nee, ne? Du siehst nicht sehr glücklich aus. So, dann gehen wir noch hier hin. Genau, schön gießen. Super gemacht, Nashörnchen. Kannst du das auch noch gießen? Nee, dann mache ich das. Dann mache ich das. So, ah. Was hat die denn da schon wieder für Probleme? Ach, die ist schon wieder happy. Das ist nicht der Ernst. Okay. Kescher, ich schnapp dich. Oh, da war ein Geschenk. Oh nein, ich wollte nicht. Nee, nee, ich muss erstmal Geschenk holen. Ha, lass mich in Ruhe. Ja. Hier? Ja, perfekt. So, was haben wir da? Links war noch ein Insekt, ich weiß. Hechtchen Takoka, cool. Erlernen. Erlernen. So. Ich habe hier noch einen blauen, glaube ich. Pflanzen. Und Pflanzen. Und danach gießen. Gießen. So. Mir hat auch jemand diesen Zauberstab hier geschenkt. Können wir mal mitnehmen. Ja. Wollte ich nur mal eben erwähnen. Ich hab nämlich diese blauen Dinger da nicht bekommen. Oh, da ist dieses Ding. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Schade. So, Pamela. Eins, zwei, drei. Bist auf Ärger auf, Mann. Lass mich in Ruhe. Ah. Eins, zwei, drei. Pass auf, wo du mit dem Ding, hallo? Hast du es mit Absicht gemacht? Nee, du musst sauer sein. Spuck's aus, was du zu sagen. Nee, Eins, zwei und ups. Und drei. Super, jetzt bist du sauer, oder? Nice. Gut. Gehen wir jetzt weiter auf die Jagd. Finden wir hier noch irgendwelche anderen Insekten? Da ist ein Marienkäfer, den habe ich schon. Da schwirrt eine Kirschblüte herum. Wo sind die Bellen hingegangen? Fragen über Fragen. Nur hier. Da haben wir einen Ritterdingi. Ein Ritterfalter, den haben wir schon, aber ist egal, den verkaufen wir beim Insektenheini.
So, wir gehen mal eben auf den Berg. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie andere Insekten noch. Das kann nämlich gut möglich sein. Stab. Oh ne, das war die Leiter. Leiter, Leiter. Und Schaufel. So, hier holen wir uns noch ein paar Eier. Falls hier welche drin sind. Oder wir graben gleich ein Loch. Ja, wir graben ein Loch, ist nicht schlimm. Nehmen wir halt die Materialien, die wir hier bekommen haben. Hier oben ist jetzt auch Dingsy-Bumsy eingezogen. Mitsusuka oder sowas. Irgendwie so. Ach, das ist alles hier im Weg ein bisschen. Ah, hier. Morgen, bin heute voll viel früher aufgestanden, als ich als Star musste. Ich brauche einen Kaffee. Am Anfang war dieser Spaziergang voll aufregend, aber nach ein paar Schritten wurde es dann langweilig. Zum Glück bin ich dir begegnet und jetzt ist es wieder cool. Oh, nett von dir. Was gibt's? Brr, lass uns plaudern. Ich habe neulich ein Schwätzchen mit Udo gehalten. Eigentlich soll ich das ja keinem weitererzählen, aber ich muss es dir einfach stecken, sonst platze ich noch. Also sperr die Lauscher auf. Udo hat gesagt, dass er neulich auf einer Main-Ticket-Tour etwas ganz Seltsames beobachtet hat. Einer der Touristen hat gegen einen Felsen gehauen, was ja an sich nicht ungewöhnlich ist. Krass war allerdings, dass da plötzlich Glückseier rausgeploppt sind. Ist doch voll irre, oder? Soll angeblich hier bei uns hier auch passieren können. Aber wohl nicht so oft wie auf meinen Ticketinseln. Ich habe später leider noch Gesangsprobe. Aber du könntest der Sache ruhig mal auf den Grund gehen. Ich sag's auch niemandem weiter, falls du dabei mega viele Glückseier abstaubst. Popstar Ehrenwort. Oh, das ist echt gut zu wissen. Dann können wir ja gleich sogar noch eine Tour machen. Hier haben wir noch ein Erdei. Sehr schön. Oh, mein Schaufel ist kaputt. Na super. Und das hier oben. Egal. Ah, hier haben wir noch ein paar Eier. Ich hoffe, die stapeln sich. Ja, tun sie. Gut. Gut. Ach komm, dich nehme ich mal mit. So. Und dann gehen wir hier runter. Und holen uns gleich eine Axt. Keine Axt. Ne, irgendwas anderes. Obwohl, eigentlich möchte ich ja erstmal nur Insekten fangen, ne, heute. Ich möchte Insekten haben. Insektis, wo seid ihr hin? Achso, wir können den Stab gleich auch mal ausprobieren. So, hier ist er hier jetzt, ne? So, passt mal auf. Auswählen und dann kann man irgendwie... Kann man nichts machen. Also ich weiß noch nicht so wirklich, wie der Stab funktioniert. Ich glaube, ich habe den falschen Stab. Hä? Ich verstehe echt überhaupt nicht, wie der geht. Du hast keine Outfits gespeichert. Ja, ich wollte eigentlich hier ihn hier nachmachen. Hm, seltsam. Seltsam. Oh, hab schon wieder irgendwas. Meine Hand schläft gleich ein. Da ist Plus. Gut, ich habe Plus gefunden. So, 10.000 haben wir wieder. Können wir gleich doch eine Meilentour noch machen. Ein Hecht. Achso, ein Hocker. Cool. Cool, 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 cool. Hier ist niemand. Da ist ein Marienkäfer, den brauche ich nicht. Die ist schon wieder happy unterwegs. Darf natürlich nicht sein, die muss ausziehen. Ja, bin ich. Tschüss. Ja, wo sind die denn jetzt alle hier, die Insekten? Die am Anfang hier rum, da hinten ist einer, aber den habe ich ja eigentlich schon. Aber egal, den können wir im Notfall verkaufen. Verkaufen. Ja, komm her, Kleiner. Ein Kolibri. 34 Minuten, ja, ich würde sagen, wir können ja noch 4 Minuten hier Insekten jagen. Und dann war es das auch mit dem Part. Können wir morgen ein bisschen angeln und so. Außerdem kommt heute noch Vanya. Ist ein Indie-Titel, sowas wie Ori und The Blind Forest.
So um 17 Uhr circa, glaube ich, kommt das. Ja. Gibt's sonst noch was zu sagen? Ja, komm, dann ernte ich halt in. Was ist das da? Das ist nur eine Wanze, glaube ich, nur. Die bringt, glaube ich, nicht viel. Nee. Die bringt nicht viel. So. Komm, ich ernte euch mal eben hier. Ist ja nichts dabei. Kann ich ja ruhig machen. Und in der Hoffnung schwirrt hier gleich nochmal eine Libelle vorbei. So, nimm mal die Birne. Danke. Wir können mal hier reingucken, ob er hier ein neues Rezept hat für uns. Also ein Meilen-Ticket wollten wir noch machen, ne? Bevor wir jetzt hier fertig sind. Ich bin so aufgeregt. Lass uns plaudern. War echt cool, wenn er nochmal hier auftaucht und so fiebt. Oh, okay. Hier steht oben. Achso, ich dachte, ich könnte das benutzen. Schade. Schade. Okay, eine Schaufel können wir uns auch auf der Insel kaufen, wenn ich ehrlich bin. Ne? Das können wir ja auch machen. Wie voll. Oh Gott, wir sind ziemlich voll. Ich gehe mal erstmal zum Museum. Oh, da will ja was. Ich habe heute was für dich. Hier, nimm. Ein. Irgendwas. Eine Laterne. Danke schön. Laterne. Oh, die könnte ich vielleicht vor meinem Haus irgendwo hinstellen. Oh, komm her. Kleines Ding. So, der Insektenhaini, der war da oben, ne? Auf dem Berg drauf. Ist er nur heute da? Weil dann muss ich heute echt Insekten fangen. Für Geld. Für Kohle. Cool, Weißling. Suche ihn mal nochmal. Der war hier vorhin irgendwo. Stab. Herr Insekti. Sehe ich dich? Da bist du ja. Hallo, wenn es Universum. Ja, hey, tut mir leid, ich stecke gerade in Gedanken. Hast du zufällig ein paar Insekten dabei? Und wenn du ein Kunst. Hier. Und lass mal sehen. Ich habe den Ritterfalterkranz haben und den Schwalbenschwanz. Und das. Stinkwanze habe ich auch schon und die beiden auch. Ich glaube, mich tritt ein Heufer. Das ist ja ein ganzer Schwarm. Kann der Tag nur besser werden? Puh. Würdest du dich mit 9.900? Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich? Vielen Dank. Ja, danke schön. Danke, danke für die Kohle. Ja, ich komm wieder. Keine Sorge, ich komme wieder. Aber erstmal muss ich hier wieder rüber. So. Ach, boah, Alter. Dass man hier nirgends so durchpasst, ne? Dann könnte ich vielleicht auch mal ein bisschen breiter machen, den Weg. So. Laufen wir mal schnell zum Nuki und holen uns so ein Ticket. Genau, der macht wieder Frühsport. Ach ne. Nee. Kacke. Verklickt. Alles gut. Alles gut. Was haben wir hier noch drin? Lila Tarntapete, okay. Die nehmen wir mal mit. Komm, dann nehme ich dich auch mit. Und so, mein Ticket. Ja, einlösen. Mein Ticket wird gedruckt. Oh, ich glaube, ich gehe da echt nochmal schlafen. Nein, ich will nichts anderes. Alles gut. Aua. Ah, vielleicht will ich eine größere Tasche. Aber erstmal müssen wir die Sachen wegbringen oder verkaufen. Wir verkaufen mal. Eben. Hätten wir noch einen Schwalbenschwanz, aber der ist mir jetzt auch egal. Die Biene auch, die habe ich ja schon alle. Alle.
Willkommen, Moritz. Was können wir für dich heute tun? Ich will was verkaufen. Ja, cool. Guck mal. Ach, ich wollte ja noch zu Eugen. Oh, hab ich vergessen. Ah, boah, man muss so viele Dinge hier machen, ey. Birnen. Laterne will ich nicht verkaufen. Cool. Librifalter will ich Eugen geben. So, bitteschön. Ja, also so viel ist es jetzt nicht. Neppy, aber okay. Ist in Ordnung. So, eben ins Museum und danach können wir ruhig gehen. Den fange ich mir auch nochmal. Die kann ich ja vorne ablegen und dann später verkaufen. Da sehe ich kein Problem. Oh, ich mache mir gleich Pizza, Leute. Stimmt, ich glaube, ich sollte gleich erstmal den Teig machen und danach kann ich kurz noch schlafen gehen, vielleicht so 2 Stunden. Und dann kann ich den Teig für Pizza machen, weiter fertig machen. Ja, so mache ich das. Nee, ich will nichts stiften. Ich will erstmal hier Fossilien analysieren, Eugen. Hier, analysieren. Sie dürfen 3 Fossilien analysieren. Und ich hoffe, ich habe 3-mal Gewinn. 3-mal Gewinn. Selbst bereits solche Stücke, wenn... Was? Er hat alle 3? Okay, Eugen. Das ist natürlich etwas traurig, ja? Aber ist in Ordnung. Ja, aber ich habe einen Kolibri-Falter für Sie. Ich glaube, der stimmt Sie happy. Ja. Super. Nee, ich möchte nichts darüber erfahren, Eugen. So. Ja, danke schön, Eugen. Tschüss, Eugen. So, dann gehen wir jetzt mal auf die Insel. Den müsste es da, glaube ich, auch neue Insekten geben. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Was haben wir hier eigentlich noch? Eine Schleuder, glaube ich, ne? Ja. Eine Schleuder, die brauche ich nicht. Ich habe eine. Achso, ich wollte die Sachen da ablegen, ne? Ja, warte. Ich komme gleich wieder. Kleiner Dojo. Uwe, ne? Uwe oder Udo? Udo, glaube ich eher. Wegen Dodo. So, dann legen wir mal hier ab. Ablegen. Ablegen. Und ablegen. Dann haben wir hier noch dich. Platzieren. Und Gießkanne auch ablegen, würde ich ja sagen. Und den Stab ablegen. Super. Dann wollen wir mal gucken. Boah, die Nacht gestern, ne? Die war echt kalt. Also ich habe erst um 3 Uhr geschlafen, aber war trotzdem sehr, sehr kalt. Ich musste sogar meine 2. dicke Decke aus dem Schrank holen, ey. Das gab's noch nie. Mir war echt total kalt abends. Normalerweise mache ich ja immer das Fenster über nachts auf. Aber ich musste es diesmal echt zumachen. Mir war arschkalt. Arschkalt war mir. Ja, auf geht's, Bodo. Dodo 1 hier, sprich Dodo Tower. Udo, empfängst du mich? Hab ich jemanden, der etwas will? Komm, komm, wir fliegen jetzt. Guten Flug. Dankeschön. Oh, die Bambusinsel. Roger, kaum zu glauben, aber Flugapfelstrudel ist sicher auf dem Zielinsel gelandet. Nur zu, ich warte hier und flieg dann weg. Ja, okay. Es ist natürlich schön, dass wir auf einer Bambusinsel sind. Aber ich glaube, die Insel ist kacke. Da haben wir einen Schmetterling. Hier sind auf jeden Fall ein paar Steine.
Schmetterlinge nehme ich jetzt alle mit. Ja. Cool. Sehr cool. Ja, eine Schaufel muss ich mir, glaube ich, trotzdem kaufen. Ja, ich glaube schon. Oh, Grashüpfer. Ich hab dich noch nicht. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Super. Und danach möchte ich gerne dem Typen 3 gleiche Insekten geben. Um zu gucken, was er dann macht. Das würde mich noch interessieren. Eine Axt habe ich eh nicht dabei. Eine Angel hätte ich noch. Aber dann hätten wir Bambus auf Vorrat. Ich glaube, ich kaufe mir eine Axt. Ich brauche Werkzeug. Ich brauche eine Wackelaxt. Passt perfekt. Dankeschön, Herr Udo. Ah, falls du was brauchst, krähe einfach. Ja, alles klar. Oder nehmen. 3. So. Ach, eine Bambusinsel, ne? Die kommt mir eigentlich gelegen. Dann brauche ich erstmal echt keinen Bambus mehr zu farmen. Meint ihr, man kann den ganzen Bambus auch mitnehmen? Oh, jetzt habe ich Unkraut eingesammelt, egal. Ah ja, stimmt, die Eier, die müssen wir gleich auch noch. Also, ne? Die Dinger da, die Steine da umhauen. So. Okay. Da ist noch ein Grashüpfer. Dich ignoriere ich aber gekonnt. Das nehme ich schon mal weg. Ich weiß gar nicht, wie viel die Wackelaxt noch aushält. Ich weiß nicht. Kann man eigentlich auch über Nacht hier bleiben? Wenn man jetzt einfach sagt, komm, ich lasse die Switch an und ich bleibe hier 24 Stunden. Das wäre lustig. So. Haben wir 30 von jedem. Oder zumindest ein bisschen annähernd. 24. Wir machen nur die 30 voll, würde ich sagen. 3. Und hier. Super. Das reicht, glaube ich. Ach ne, immer noch keine 30. Jetzt aber. Und da ist auch die Axt kaputt. Okay. Super, haben wir genau 30. Dann kaufen wir uns jetzt noch eine Schaufel. Wir stellen uns natürlich keine her. Wo lebe ich denn? Ich brauche Werkzeug. Werkzeug? Ich habe doch nur ein paar Kacksachen hier. Das passt doch. Das passt, Herr Dodo. Herr Udo. Dankeschön. So. Ja, ja, ich weiß, Batterie lässt nach, aber das machen wir jetzt hier noch. Hier haben wir noch ein Erdei. Sehr schön. Oh, kam hier mal eben 2 Löcher. Und 1, 2. Oh Gott, was ist das denn für ein Schmetterling? Den muss ich mir holen. Tschüss, Eier. Das ist ein... Oh, ein Troidus Porciana. Ja. Genau. Genau das war's. Der sah auf jeden Fall sehr schön aus. Der... Was? Oh, Bastelanleitung. Oh. Was haben wir bekommen? Was haben wir bekommen, Leute? Wir haben... Felseierschale, Eierglücksoutfit und... cool! Das ist ja cool. Können wir uns so ein Eieroutfit machen. Und da wir hier eine Werkbank haben, können wir das gleich direkt machen. Ist so mega, oder? Ich find's mega cool. So, her damit. Komm, paar Eier. Was? Kein Ei? Was will das denn? Herr Stein, 1... Nur ein Ei? Komm, ich will nur ein zweites sehen. Oha,
Der gibt mir nur ein Ei. Das ist ja hier belastend. Gibt's auch Sandeier? Ich weiß nicht. Ja, irgendwie könnte sein. Aber Erdeier gibt's sehr, sehr viele, glaube ich. So, hier wieder ein Loch reinmachen. Oh, ich glaube, das Outfit, das machen wir uns gleich mal. Finde ich schon cool. Oh, 2, 3 Eier, gut. Sehr, sehr gut. Ich könnte mir auch vorstellen, dass mit Updates auch neue Meilenerfolge vielleicht reinkommen werden später. Damit man dann wirklich immer was zu tun hat hier. Auch ganz cool. Bin jetzt noch gespannt auf Tag der Erde. Ich weiß gar nicht, wann er genau ist. Ich glaube am 16. kann das sein. Ich bin mir aber nicht sicher, wann der ist. Ist ja so ein internationaler Tag. So, gut. Sehr gut. Hier haben wir noch eine Bambussprosse. Nehme ich mit. Und dann können wir vielleicht so 5. Wir machen 5 Fische, ja? 5 Fische. 5 Fische. Hier hätten wir einen. Komm her. So, was haben wir hier? Ein. Okay. 5000 Sternis. Ist in Ordnung. Wie viel Platz habe ich überhaupt im Inventar noch? Ach, habe ich noch genug? Riesenmuschel? Ne, Sanddollar. Egal, nehme ich mit. Das ist unser zweiter Fisch. Oh, bist du auch nochmal so einer? Ne, ein Wasserei. Ein Glücksei. Was mache ich damit? Ein Glücksei? Essen? Man kann es essen. Sehr interessant, sehr interessant. War in der Mitte noch ein Stein? Nee. Okay. Hier hinten ist noch ein Fisch. Der dritte. Ah komm, wir machen das Inventar noch voller Fische. Oder Insekten, falls wir noch irgendwas sehen. Sehr gut. Ach man, nur Sanddollar. Ich möchte am liebsten hier einfach Riesenmuscheln haben. Ja, komm her, Fisch. Soll sich ja auch lohnen, dass ich hier gewesen bin. So. Okay, eine Klische. Also bis jetzt habe ich noch keinen neuen Fisch. Hier haben wir noch einen. Hier sind auch nur kleine irgendwie. Irgendwie sind nur kleine hier. Und den habe ich daneben gemacht. Oh, jetzt aber. Och Gott. Der hat 4-mal gedingstet. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh, hier habe ich ein Eisen übersehen. Da haben wir noch einen Schmetterling. Und einen Grashüpfer. Gott, ey. Du bist so eine weiße Nymphe, ne? Ja, Baumnymphe. Vielleicht mal ein großer Fisch? Ne, wieder ein kleinerer, aber egal. Ostereier sind gut. Da oben ist ein großer Fisch. Dich sehe ich da oben. Und du guck nicht weg. Ach, Alter. Guck bitte nach rechts. Danke. So, was haben wir hier? Nochmal den hier, okay. Ist in Ordnung. Und dann du. Hallo. So, was bist du denn? Ein Seebarsch? Bitte nicht. Och Mann, ey. Oh, Seebarsch, kann der nicht weg? Kann der nicht weg? Mann, 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 Mann. Haben wir hier nochmal irgendwo ein Insekt? Sieht nicht danach aus. Doch, da war was. Egal. Ich war blind. Ich war blind. Vor Liebe.
Oh, ach so. Ich dachte, da hätte ich ihn nicht gesehen. Oh, ein kleinerer? Nee, der ist nicht kleiner. Ist genauso groß wie der anderen. Alter, wie oft stoßen diese Dinger mittlerweile an? Ein Kalmar. Ja, für 5 haben wir noch Platz. Sehen wir hier noch was? Da ist eine Gottesanbeterin und ein Schmetterling. Die nehmen wir mal mit. Und zack. Und zack, zack, zack. So schnell geht das. So, Angel rausholen. Und fischen. Fischen, fischen. Oh, das ging schneller als die anderen. Ein Kaiserschnapper. Ich bin ein Kaiser. Ich weiß. So, komm, ich hätte ganz gern noch mal ein Ei. Gibst du mir ein Ei? Nee, ein Kalmar, okay. Okay, ist kein Problem. Ist kein Problem, Junge. Junge, Junge. Oh, ein kleiner Fisch. Haben wir noch nicht. Der ist aber ganz blöd. Oh, genau vor die Schnauze. Da wäre ich als Fisch schon mal abgehauen. Eine Makrele, ich fass es nicht. Okay, das war's. Wir sind full. Full of energy, ey. Komm schnell nach Hause, Herr Udo. Ja, wir müssen die Erdbeertorte holen. Los geht's, Büte. Danke, danke. Haben wir jetzt eigentlich dreimal die gleichen Insekten? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube schon. Dann bin ich nämlich gespannt auf den Auftrag. Was er uns dafür gibt. So, dafür muss ich aber hier mal eben Platz machen. Gut, dann lege ich euch hier so lange hier hin. Ablegen. Ach, da ist auch noch einer. Warte, dann ablegen. Dich fange ich dann. Dich fange ich. Aber die Eier will ich ja eh nicht verkaufen. So, und dich nehme ich mit. Dich auch. So. Dann wollen wir mal schnell, ne? Oh, der Part geht auch schon lange genug, finde ich. Habe ich irgendwas Neues? Ja, habe ich, glaube ich. Das ist ein Schwalbenschwanz. Den brauche ich nicht. Spinnen wir jetzt mal eben noch mal den einen oder zwei. Ich glaube, der Grashüpfer ist auch neu. Huch. Oh je, ich bitte um Pardon. Keine Eile. Doch, ich bin in Eile hier. Etwas stiften. Ich möchte den Grashüpfer, Nasenschrecke und den Treudes Pokiana stiften. Ich wollte Opfern sagen, aber vielleicht trifft Opfern auch zu. Kann auch sein. Kann auch sein. Oh, der angelt da schön. Cool, kann er ruhig weitermachen. Ich gehe jetzt zu Professor Insektus. Falls er noch hier oben ist. Ich weiß es nicht. Schwungstab. Und hopp. Zitronenfalter braucht man nicht. Das Haus hätte ich besser platzieren können. Ist er hier irgendwo? Nein, dann ist er wahrscheinlich hier unten irgendwo jetzt. Da ist er. Hallo. Tut mir leid, ich stecke gerade im Giganten fest. Hast du zufällig ein paar Insekten dabei? Wegen deiner Kunst. Es ist also soweit. Das Schicksal hat uns zusammengezählt. So offenbar mir, welches Insekt soll dieser Reise mächtig sein? Hier. Ein Kolibri-Falter. Kannst du dich von drei dieser noblen Wesen trennen? Aber sicher doch.
Dann zeig mal, was du jetzt machst. Bin gespannt. Endlich ein Auftrag. Ich meine... Der Vertrag ist besiegelt, Sterblicher. Wahrlich, das Feuer der Kreativität brennt in meinen Fingern, als steckten sie in einem Ameisenhaufen. Sobald ich den Ruf der Muse-Folge geleistet habe, sende ich dir den Kolibri-Falter. Wie? Das war's? Was ist da hier? Okay. Ja, ich schließe meine Augen. Huch. Oh, entschuldige, ich war etwas in Gedanken. Hast du deinen Fühler schon nach ein paar Insekten ausgesteckt? Ich kaufe sie alle. Oh Gott, die Batterie ist leer. Nein! Warte, ich muss mal eben hier die Dinger da umstecken. Habe ich. Jetzt spiele ich auf diesen komischen Controller da, diese Halterung da. Hier, Insekten für dich. Was, wirklich? Mal sehen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Bitteschön. Mich zieht eine Euphiat. Willst du 3000? Ja, auf jeden Fall. Ja, okay, Leute. Das war's dann für heute mit Animal Crossing. New Horizons. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Rechts ist die Playlist, links kommt ihr zum neuesten Video und wir sehen uns dann morgen wieder. Und vergesst nicht heute Abend 17 Uhr Venya. Warte, wir gucken nochmal kurz. Venya. Bis dann. Tschüss.